Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von The Forest. Und jetzt fragen wir uns alle, da rennt er schon ins Bild. Ich wollte spannend machen, ob du überlebt hast oder nicht. Entschuldigung, ich hatte Hunger, ich brauche was zu essen. Ja, wir frühstücken jetzt erstmal gemütlich. Lurch ist immer gern gesehen. Ich hau mal zwei Lurche aufs Feuer, da kannst du gerne was von abbekommen. So, ja, ich hau noch einen dritten drauf, weil es so schön ist. Wir hatten letzte Nacht hier ein klein bisschen Action. So den Anfang habt ihr ja noch mitgekriegt gestern Abend. Die haben uns fast das ganze Lager zerlegt. Ich hab einen Vogel auf der Hand. Halt! Ey! Die haben uns echt das Lager zerlegt. Ja, allerdings. Wie passend, dass wir heute umziehen wollten. Ja, die waren auch ein bisschen sehr aggro. Die waren also extrem aggro. Man hat sie ja in der letzten Folge gesehen. Also ich habe ja nicht aus Spaß gesagt, ich sehe hier alles grau und werde ganz schläfrig. Das sah alles. Ne? Also ich weiß nicht, was Olaf wieder mit denen gemacht hatte. Ich ja, immer. Immer ich. So, ich fülle nochmal meine Wasserflasche auf. Der hat eine Wasserflasche. Und zu mir sagen, weißt du, hier ein Beutel für Bären und so brauchen wir alles nicht. Aber eine Wasserflasche hat er. Ich weiß aber gar nicht, ob sie auffüllt. Ich halte eine Wasserflasche für etwas wichtiger als eine Beutel für 100%. Du hast jawohl. Keine Ahnung. So, jetzt trinken wir noch mal eben was und dann würde ich sagen, dann laufen wir mal los und suchen unsere neue Unterkunft. Hast du deine Regale leergeräumt? Mach ich so vor Ort. Also erst mal hier meine Rüstung anlegen. Hier war es uns nachts zu laut, wisst ihr? Ja. Vermieter hat auch nichts gemacht. Und da haben wir dann gesagt, nee, komm da. Nachbarschaft hat immer so laut geschrien. Die Mädels liefen hier nackig rum. Gut, das wäre jetzt kein Grund gewesen, um wegzuziehen, aber... Ich wollte sagen, das wäre jetzt ja nicht so... Was machst du denn da jetzt wieder die ganze Zeit? Nee, ich habe Rüstung gebaut. Gleich ist der Tag wieder vorbei. So, hast du dein Regal jetzt leergeräumt? Lauf hier schon hin. Können wir die Hütte mitnehmen? So, und dann würde ich sagen, heute übernimmt Olaf mal die Führung und ich laufe ihm mal hinterher, dann kann er uns nämlich mal einen schönen Platz aussuchen. Ach, verdammt, ich habe gedacht, bis jetzt hat noch nie einer gemerkt, dass ich auch orientierungslos bin. So, auf. Ja, wohin denn? Ja, bitte, du bist hier. Ja, gut. Wenn ich jetzt sage, du bist der Führer, könnte das falsch klingen, aber... Könnte mich als Führer anbieten. Diesmal nicht. So. Wir gehen langsam, ne? Langsam. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Ist ja nicht so, dass es regnet, stürmt. Ja, wir müssen so schnell laufen, dass wir vom Regen nichts abkriegen, können wir aber auch nicht. So, wenn wir jetzt zwischen den Regentropfen ausweichen... Ich glaube, das funktioniert nicht. Du hast den Verband ums linke Knie, du Memme. Echt? Kann sein. Wo laufen wir denn mal hin? Oh, sind das Pflanzen, die ich pflücken kann? Nein, natürlich nicht. Ich brauche Pflanzen. Aloe Vera. Genau. Jedenfalls Aloe Vera. Can't carry any more sticks. Ja, das sag ich mir auch. Bist du sicher, dass wir nicht im Kreis laufen? Nö. Nö, du bist nicht sicher oder nie? Machen wir nicht. Nein, wir laufen nicht im Kreis. Okay. Hier ist eventuell was zum Pflücken. Ne, ist auch nur ein Blümchen. Oh Mann, ey. Geht's denn da unten hin? Zum Wandern hab ich keine Lust. Können wir Taxi bestellen? Ja. Der Taxiruf funktioniert hier irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht. Taxi braucht so lange, ne? Ja.
Du-di-du-di-du. Oh, hier geht's bergab. Eieiei. Uiuiuiui. Boah. Was war das? Hier ist eine Höhle. Oder was auch immer. Kommen wir da rein? Ja. Nein. Doch. Benutze Licht. Ja, Taschenlampe müssen wir noch finden irgendwann. Das jetzt so eine gute Idee war. Was soll's, irgendwann müssen wir mal rein. Ja, ja. Wir werden sterben, aber. Ja, dann ist es ja wenigstens. Weil ich bin ja der Führer, dann sind wir wenigstens meiner Dings. Ja, das sehe ich auch so. Hm? Oh, ich bin wieder irgendwo im Wasser gewesen jetzt, oder das Band ist alle. Na, das Tuch ist alle. Wieso? Oh, wie zünd ich denn das blöde Tuch an? L drücken. Ja, macht er irgendwie nicht. Ja, dann stehst du vielleicht gerade im Wasser oder so. Das. Du musst vorher ein Tuch um den Speer wickeln, ne? Ja, hab ich. Aber wenn ich L drücke, macht das nur das Feuer so, Jan. Und hält es. Du musst in der Hand haben. Hab ich auch. Dann geht das. Also, L gedrückt halten. Okay, alles klar. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Hinter dir irgendwo. Hier liegen Arme. Arme? Oh, eine Topfsteinhöhle, was? Merkt ihr ja den Rückweg? Ich finde hier nie wieder raus. Ja, einfach umdrehen und immer nur rechts. Aber wir werden hier wahrscheinlich auch nie wieder raus müssen. Nö. Weil wir das eh nicht überleben werden. Die Let's Play-Reihe endet hier. Hier liegen Seile in der Luft, das finde ich ja schön. Hier ist ein riesengroßes Lager. Das ist doch schön. Hier sind Seile für jedermann. Und Koffers. Mit Geld drin. Ja, das Geld brauchen wir nachher, um Bomben zu bauen. Nimm den Ball. Fang den Ball. Wo ist das Stöckchen? Mach meine Fackel wieder an hier. Gibt's ja gar nicht. Can't carry any more books. Can't carry any more ropes. Ach, ich stelle ja nicht so an. Blödes Arschloch, du bist. Was ist da unten? Was ist da unten? Was ist wo? Da unten. Da unten blinkt's. Oh. Wir werden sehen. Würstchen. Can't carry any more sticks. Sag mal, jetzt ist aber mal gut hier. Kannst du überhaupt noch irgendwas carry, ne? Ein Würstchen. Ja, das sieht aus wie so ein Würstchen. Ja, mit so einer roten Hülle, ne? Ja. Ein Handtäschchen. Da Handtasche muss lebendig sein, ne? Das muss lebendig sein. Geh doch an, du. Achso, ein Tuch ist alle. Dach. Mein Tuch ist alle. Irgendwo in so einer Höhle ist dann auch das Katana-Schwert versteckt und sowas.
Ja. Komm hier mal hinterher, Micha. Ich komm ja. Ich kann nicht. Ich bin zu fett. Guck dich doch mal. Ach du Scheiße. Was denn? Der Schreihals ist wieder da. Hä, ich höre nichts. Also entweder bist du taub oder... Nee, das ist immer zeitversetzt. Das habe ich auch schon beim ersten Part, habe ich das gemerkt. Okay. Aber ich höre immer noch nichts. Ja, da hinten steht aber einer. Vielleicht will er das auch nur, vielleicht will er auch nur von dir was und nicht von mir. Da stehen ein paar mehr. Ja, komm mal hier. Ja, lass die kommen, nicht ran, sonst. Und möglichst muss einer immer versuchen zu überleben, damit ich den anderen retten kann im Zweifelsfall, weißt du? Verzünd mich nicht an! Ich wollte dich auch nicht anzünden. Ja, ich wollte dich, hilft mir nichts. Ja, passiert doch nichts. Oh, ein Helm. Kann ich den mitnehmen? Hm. Ich wollte dich anzünden. Na dann! Ja, Entschuldigung, nee, das ist Kollateralschaden. Ich bin hier draußen dein einziger Freund. Ja. Der sich einen Baum ausbaut und den Seil hochzieht, weißt du? Als ich dich das letzte Mal wieder rausgeschubst habe, das war ein Versehen. Echt? Ja. Okay. Und ich hatte irgendwie den Eindruck, beim Herausstoßen sind nur noch so Worte wie viel Spaß da unten. Hahaha, hinterher geflogen. Nein. Niemals. Da hast du dich verhört. Ach so, ja dann. Hier geht's noch weiter runter. Ich komm. Das ist sehr einladend hier, ey. Ja, in so einer Höhle habe ich mich schon mal endlos verlaufen. Das geht richtig weit runter übrigens. Wir kriegen das alles hin. Ich bin gerade an dir vorbeigerutscht. Hab ich auch gerade. Wie bist du gerutscht? Shift gedrückt halten. Also nach unten klettern und dabei Shift drücken. Ja, der Micha kommt von oben. Pardon. Wie weit geht das noch? Ja, sag ich doch. Oh. Oh. Das ist ja was. Sind wir denn hier gelandet? Auch wenn ich das überhaupt wissen, wo wir hier gelandet sind. Ja, aber irgendwas muss es doch hier geben. Ja, hier ist ja ein Weg. Oh. Oh. Guck an hier. Lost Children of the Peninsula, okay. Das sind Pornofilme. Ne, Lost Children, achso. Oh, hier ist Dynamit. Kannst du ganz viel Dynamit einsammeln? Ich hab schon ganz viel Dynamit, aber wir können das mal echt schon wieder mal fallen. Ah, ich jetzt auch. Er kriegt echt zu wenig, ne? Ja. Ah, hier ist Medizin, die nehmen wir so mit. Davon hab ich ja immer zu wenig. Ah, hier, eine super Axt. Was? Hier, kannst du die Achsen mitnehmen. Ah. Modern X, ja. Und Soda. Ja genau, ich hau mir auch erstmal eine Coke rein. So, kann ich die denn noch irgendwie besser machen? Hat sich ja so gesehen gelohnt, der Ausflug hier. Ja, in einer anderen Höhe, das Katana-Schwert ist echt geil. Aber schön, dass wir hier in der Höhle mit Dynamit mit offenem Feuer. Schön die Fackel anhaben. Ja, die kann ich so hören. Sogar Höhlen dafür. Aber nicht.
Was für dann auf einer Peninsula? Machen sich die Herrschaften wohl einen schönen Videoabend hier, was? Ja, ich glaube, hier war dann nichts mehr weiter, ne? Hallo, sind Sie noch da? Ja, ich weiß auch nicht. Ich denke, das Ziel von dieser Höhle war sicherlich die Axt. Ja. Ja, du kannst da halt, kannst das Damage erhöhen, wenn du die mit Boost kombinierst. Mit was? Mit Boost. Also das, was da neben der Soda steht, diese Fläschchen da, Alkohol oder was das ist da, keine Ahnung. Und je mehr du davon nimmst, umso mehr erhöht sich der Damage bei ihm. Okay, jetzt habe ich das aber wieder falsch gemacht. Habe ich keinen Boost mehr, aber egal. Die lege ich jetzt erstmal an hier. Ja, gut, aber dann können wir mal wieder raus. Genau. Raus? Ich kletter nach oben gerade, ja. Warte mal, ich schmeiße nämlich nur, ich will hier eine Dynamitstange reinschmeißen. Hey, du von da oben bröckelt. Ah! Diese Let's Play-Reihe musste leider beendet werden. Wir klettern und klettern. Du kletterst eigentlich. Ach, da. Das Seil war nicht so schwierig zu finden. Was ist das hier? Wieso ist das hier durchgestrichen? Weil wir keine Kletteraxt haben. Ach so. So. Ich nehme an, du kannst die auch cutten, die Seile oder so. Aber. Wenn ich jetzt Shift drücke, rutsche ich auch nach oben? Nein, du kletterst nur schneller, wenn. Ich brauche mal wieder ein bisschen Feuer hier. Ja, also das mache ich auch täglich. Ich schaffe das auch, so ein Seil hochzuklettern, weißt du? Ja, ja, mit einer Hand, ja. Du, in der anderen Hand habe ich ein Feuerzeug. Ja, ja, eben. Scheiße. Dunkel hier. Auch stockdunkel gerade. Bis du da bist, damit du mit mir herkommst, damit wir den Ausgang wieder finden. Du verlässt dich bei Ausgang finden nicht auf mich, oder? Nein, nein. Gut. Ich verlasse mich darauf, dass du mir folgst, damit ich dich nicht suchen muss. Guten Tag. Tag. Ich will diesen Helm gerne haben. Ja. Mit einer Lampe dran. So hinter mir? Yes, sir. Fasziniert von deinem knackigen Po mit den Blutflecken drauf. Das sind keine Blutflecken. Oh doch. Ach, ich brauche wieder Feuer am Stick. Das klingt jetzt auch merkwürdig. Gib mal die Tabasco-Soße rüber, du. Ich brauche mal wieder ein bisschen Feuer am Stick. Ja, so. Equippen. Anzünden. Unfassbar. Hier tun sie Abgründe auf. Ganz viele Seile. Über die Kuppel sind die wieder zu. Ja. Und so ein Schiff ist auch noch Medizin und Coke drin. Tennisball. Bleib mal stehen.
Konnte ich noch nie. Okay. Ja, eben keine Samsonite-Koffer, ne? Keine Samsonite-Koffer, ne. Ne, die halten doch besser, glaube ich, oder? Da unten, ne, da müssen wir nicht hin. Dann sei ich hier irgendwie weiter. Wo bist du? Da. Ich muss mal eben meine Fackel wieder ausbauen. Mach das. Nochmal. Lass mir, er weiß, wo es lang geht. Das Geile ist, ich weiß, dass wir da oben waren und eigentlich aus der Richtung hier zurückkamen, aber wir sind, Ja, lass es doch hier durchgehen. Nein, da hinten haben wir die Axt gefunden. Von da kamen wir nicht, das weiß ich. Wieso die Axt? Da müssen wir erstmal das Seil wieder runter. Ja, aber das ist da hinten. Nee, kommen wir hier mit lang. Hier ist dieses Würstchen. Von da hinten so. Aber wieso kommen wir jetzt? Das verstehe ich nicht. Das sind doch die fliegenden Seile da oben, oder? Ja. Aber wir sind ja irgendwie. Weißt du, was ich nicht verstehe? Ich weiß, von wo wir kommen, aber den Weg gibt es nicht mehr. Das ist gerade das, was mich so irritiert. Klingt nicht sehr logisch. Nee, tut's auch nicht. Aber wie gesagt, guck dir das Video an, dann weißt du, was ich meine. Nee, du nicht. Aber Hallo? Die Zuschauer würden mir zustimmen, nehme ich mal an. Weil es ist wirklich so, dass wir von da oben. Alter. So, jetzt gehe ich hier nochmal zurück. Du hüpfst da hoch, du Klops. Hier sind die fliegenden Seile und wir kamen von hier, aber. Wir sind da nicht runtergegangen, wir müssten irgendwie hier weiterkommen, aber da ist ja nichts. Werden wir je wieder aus dieser Höhle herausfinden? Das erfahren wir im nächsten Part. Ich sag schönen Dank fürs Zuschauen. Ja, ich danke auch. Und ja, schaut euch das Ganze auch gerne mal beim Ezu an. Wird wahrscheinlich eh die letzte Folge sein, weil wir hier drin elendig verhungern werden. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.